So, dann herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie, wo wir euch verschiedene Preisklassen und das zugehörige Equipment vorstellen für die Vogelfotografie. Heute haben wir uns die Mittelklasse vorgenommen und Chris, du kannst ja vielleicht mal anfangen, wie wir den Rahmen gesteckt haben und mit dem ersten Equipment-Teil. Genau, im ersten Teil haben wir ja von Anfänger-Equipment gesprochen, wo wir Equipment vorgestellt haben, so um die 300 Euro, wenn man es gebraucht kauft. Und jetzt schauen wir einfach eine Preiskategorie höher. Wir legen knapp 1000 Euro drauf und die sind leider auch notwendig. Aber der Schritt in Qualität ist enorm. Kalle hat diesen Schritt jetzt erst gemacht, beziehungsweise ist gerade dabei. Und ja, was hast du verändert an deinem Equipment? Ich bin von einem Anfänger-Buddy mit dem Canon EOS 1200D, den wir im ersten Teil ja schon besprochen haben, bin ich zur Canon 80D, die mich gerade filmt, gewechselt und möchte noch vom Tamron 70 bis 300 auf das Tamron 150 bis 600 oder auf das Sigma 150 bis 600, was so die zwei größeren Player, glaube ich, in der Kategorie sind, wechseln. Genau, da bin ich jetzt im Moment noch am Schauen, welches von beiden es wird. Und ja, man bekommt als erstes mal zum Festhalten einen deutlich besseren Body mit deutlich mehr Funktionen, einem deutlich besseren Sensor und man bekommt beim Objektiv auch mehr Brennweite. Deutlich mehr Brennweite. Wir sprechen jetzt von 600 mm statt 300 mm. Der Body ist viel besser in meinen Augen. Wie du schon sagtest, es gibt viel mehr Funktionen. Die Seriengeschwindigkeit ist deutlich schneller. Ich weiß nicht, was macht die 80D 80D? 80D 8 Bilder macht die Sekunde? 8, glaube ich, ja. Und 8 die Bilder die hier waren Sekunde. 3 und dann meine alte Speicherkarte war irgendwie nicht Ja. so gut und dann waren es eigentlich nur noch 2, weil der immer noch buffern musste. Also, ja. Genau. Das ist so das typische Problem der Anfängerkameras. Man kriegt, also auch bei der 200D, selbst mit einer schnellen Speicherkarte, habe ich 5 Bilder machen können und danach war erstmal 10 Sekunden Pause, weil die Kamera arbeiten musste, übertragen musste. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also wir können jetzt wirklich durchballern, in Anführungszeichen, und so Szenen festhalten, die wir vorher nicht festhalten konnten. Die 80D ist wirklich die Kamera, die ich da jedem empfehlen würde. Zurzeit, wenn man gebraucht kauft, die kriegt man sehr günstig und kriegt einfach enorm viel für sein Geld. Enorm Das günstig ist. und heißt im Moment, ich habe sie gerade erst gekauft, ich hoffe, das war jetzt kein schlechter Deal, so zwischen 650 und 700, wenn sie gebraucht ist und ja, jetzt noch keine großen Gebrauchsspuren aufweist, ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Alles drunter muss man dann sich natürlich anschauen, aber dazu hast du ja schon ein Video gemacht extra, was man ja an der Stelle mal kurz verlinken kann, wie man gebraucht Objektive und Kameras kauft. Sony spielt da, glaube ich, jetzt auch mittlerweile schon in dem Preisrahmen mit. Für 500 Euro kriegt man, glaube ich, die Alpha 6300. Ich glaube auch, ja. Alles top, ja, alles top Kameras. Manche sind ein bisschen besser in der Bildqualität, wie Nikon und Sony. Dafür ist Canon vom Bedienkonzept in meinen Augen deutlich besser. Jeder muss sich halt die Kameras mal anschauen und gucken, mit welcher kommt er am besten klar. Sony ist zum Beispiel auch keine DSLR mehr, sondern spiegellos. Und bei dem Sucher habe ich immer Kopfschmerzen bekommen. Fand ich super unangenehm, wenn ich durchgeschaut habe. Das hat man bei Nikon und Canon, also bei der 80D bzw. D500 natürlich nicht mehr. Ja, gerade bei dem spiegellosen System, ich hatte das jetzt auch einmal in der Hand, da aber nur mit einem 100, nee, 70 bis 300 mm Objektiv. Das fand ich schon von den Proportionen kritisch. Wenn man da jetzt noch ein 150 bis 600 mm Ding vorne dran schraubt, ist das halt irgendwie gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das unterschreibe. Ja. Also ich habe es mir mal rausgeschrieben, das Tamron 150 bis 600 wiegt ganze 2,1 Kilogramm. Also da muss man dann auch wirklich irgendwann mal über ein Stativ sprechen, einfach weil man das Teil nicht die ganze Zeit um den Hals tragen kann, wenn man irgendwie noch alt werden möchte ohne Rückenschmerzen.
Ja, also auch das Tamron ist, glaube ich, so schwer. Und ja, es ist schwierig, da irgendwie die Balance zu finden. Viele sagen, man braucht unbedingt ein Stativ. Würde ich bei den beiden Objektiven auch empfehlen, weil der Bildstabilisator nicht so gut ist. Und zumindest ein Einbeinstativ sollte es sein, dass man zumindest die eine Achse stabilisiert hat und so auch deutlich schärfere Bilder bekommt. Ja, man ist natürlich ein bisschen weniger flexibel, dadurch, dass man halt irgendwie ein Stativ Das hat, aber stimmt. wenn dafür der Ausschuss an Bildern deutlich geringer ist, ist das, glaube ich, ein Deal, den jeder irgendwie so nehmen könnte. Gerade in Genau. der Vogelfotografie hat man es ja auch viel mit Ansitzfotografie zu tun Ja. und da will man keine 2,5 Kilo irgendwie über Stunden in der Hand haben. Wem sagst du das? Im Teil 3 sprechen wir da noch mal drüber. Ja, was ansonsten, ich bin immer davon ein Fan, gerade wenn ich irgendwelche Vögel auf dem Boden fotografieren möchte, dass ich mir ein Bodensackstativ hinlege. Einfach weil mein Das ist Stativ selber gar nicht wirklich, so tief ist. ja, das ist eine super Option. Mache ich auch sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt eben schon Sigma und Tamron angesprochen mit ihren 150-600ern. Sie haben in diesem Bereich, Sigma hat zum Beispiel noch das 50 bis 600, ist aber, glaube ich, teurer. Es gibt von Canon noch das 100 bis 400er Version 1. Das war dann auch das Tele, was ich mir nach dem 70 bis 300er gekauft hatte. Und an sich ein sehr, sehr schönes Teleobjektiv. Bei 400 mm hat man auch wieder gemerkt, es wird deutlich schwammiger. Das ist auch häufig bei den 150 bis 600ern der Fall. Da hat man einfach nicht diese durchgehende Qualität bei jeder Brennweite. Auch da muss man noch Abstriche ziehen, aber letztendlich für das Geld ist das eine enorme Leistung, die da geboten wird. Ja, also gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis ist es, glaube ich, gibt es da einige ganz gute Angebote. Und auch Genau. wenn wir nochmal zu den Buddies kommen, die haben ja jetzt deutlich, deutlich mehr Funktionen, wenn man mal das Menü durchgeht, als hier irgendwie die Einsteigerkameras. Da empfiehlt sich es vielleicht auch erstmal, bevor man dann Richtung Oberklasse-Kamera geht. Es geht ja immer noch irgendwie teurer, dass man sich dann auch wirklich gut mit seiner Kamera auseinandersetzt. Und ja, da ist es, glaube ich, so wichtig, dass man einfach Ahnung hat, was man macht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Autofokus nicht sitzt, weil man irgendwie das Autofokusfeld nicht umschalten kann, blind, oder weil man den ISO nicht irgendwie direkt mit den Rädchen verstellen kann. Also einfach, dass man da seine Kamera kennt, weil in der Naturfotografie ist halt vieles nicht berechenbar und da ist es halt einmal und danach unter Umständen gibt es diese Möglichkeit nie wieder. Das stimmt. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Zusatz von dir. Man muss dazu sagen, diese Kameras, die 80D, die D500, das ist nicht nur fortgeschritten, das ist semi-professionell in Ja. meinen Augen. Also, ich kenne Profis, die nutzen die. Ich habe die auch teilweise genutzt. Mit denen kann man so ziemlich alles anstellen, was man machen kann und möchte. Natürlich nachts, da ist dann irgendwann eine Grenze erreicht. Aber trotzdem, tagsüber kann man die absolut professionell nutzen. Also ich glaube, gerade Und viele dementsprechend. Sportfotografen nutzen die Ja. 90D und auch die 80D zum Teil noch einfach. Muss man ja auch nochmal dazu sagen, das ist ein APS-C-Sensor, sprich, man hat einfach nochmal den Vorteil, dass die Brennweiten um 1,6 nochmal multipliziert werden, wenn ich richtig informiert bin. Ja, es ist. Die Brennweite wird nicht multipliziert, es ist quasi ein Ausschnitt Ja, daraus. genau. Also, aber letztendlich kann man es mit der Multiplikation verdeutlichen. Ja, das heißt, man kommt dann mit den 600 mm dann auch nochmal deutlich weiter, als wenn man es jetzt an die Deutlich Canon weiter. EOS R zum Beispiel dranhängt. Genau. Jetzt sprechen wir schon von der Vollformatkamera. Es gibt in dem Preissegment auch zum Beispiel die 6D, die man relativ günstig bekommt von Canon. Und das ist durchaus eine Alternative, obwohl es Vollformat ist, weil die Bildqualität nochmal deutlich besser ist als von den Crop-Kameras, von den APS-C-Kameras. Man verliert Brennweite, aber die Bildqualität steigt enorm. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden,
wie fotografiere ich, was fotografiere ich. Vor allem sind es irgendwelche seltenen Vögel, wo ich überhaupt nicht rankomme, wo ich viel Brennweite brauche, oder sind es Tiere im Stadtpark, wo ich nicht so viel Brennweite brauche, dafür aber bessere Qualität habe. Ja. Das ist, da muss halt wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich zum Beispiel habe zwei Bodies. Einerseits ein Crop Body und ein Vollformat Body, weil ich oft Situationen habe, wo ich die Brennweite brauche und dann auch Situationen habe, wo ich nachts fotografiere, wo ich eine bessere Bildqualität brauche und da eben zum Vollformat Body greife. Ja. Ja, da macht es dann schon Sinn. Vielleicht können wir noch mal kurz ansprechen. Ich habe ganz wenig Erfahrung mit Telekonvertern, du sicherlich ein bisschen mehr. Macht das in diesem Segment schon Sinn? Oder wie siehst du das? Ja, in dem Segment macht es in meinen Augen noch keinen Sinn, Telekonverter zu verwenden, weil fast alle Objektive im oberen Brennweitenbereich, sei es bei 600 mm, bei den 150-600ern oder beim Canon 100-400er, bei 400 mm sehr weich sind und sehr schwammig sind. Und dadurch, dass man nochmal zusätzliche Linsen dazwischen schaltet, zwischen Sensor und Objektiv, leidet die Bildqualität nochmal drunter. Ja. Und das Bild wird nochmal matschiger und dementsprechend kann ich das hier noch nicht empfehlen. Ja. Erst bei wirklich noch höherpreisigen Objektiven, wo die Bildqualität gleich bleibt, kann man Telekonverter einsetzen. Okay. Ja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Was ich noch einmal habe, ist, ich habe mir einfach noch, um meine Kamera noch besser zu verstehen, dass es wirklich, wenn schlechte Bilder rauskommen, dass es wirklich an mir liegt, noch ein Buch dazu gekauft. Und zwar gibt es da in diversen Verlägen Handbücher zu den jeweiligen Kameras. Da kann man dann schon noch mal einige Sachen lernen, sodass man einfach seine Kamera noch besser beherrscht, damit es wirklich, ja, jeder Moment, wenn wirklich was Gutes passiert, dass man den dann auch auf die Kamera bekommt und dass es nicht daran liegt, dass das System streikt oder dass man es nicht schnell genug bedienen kann oder sowas. Ja. Ja, es macht durchaus Sinn, sich so ein Buch mal durchzulesen, auch das Handbuch durchzulesen. Das ist ja immer kostenlos dabei. Das machen viele nicht und stehen dann auf einmal vor einem Problem, wissen nicht, wie sie die Kamera bedienen müssen. Ich auch. Und weil man einfach nur zu faul war. Ja. Und deswegen, da hilft es schon, sich ein übersichtliches Buch zu besorgen. Die gibt es auch gebraucht für teilweise ein Apfel und ein Ei. Ja. Und also ja, nehmt die Zeit, lest so ein Buch, damit ihr eure Kamera versteht. Ja, ich habe meine Hausaufgaben auch noch nicht gemacht. Ich muss da auch noch ein bisschen drin lesen und bin gestern mit ganz vielen unscharfen Videoaufnahmen zurückgekommen. Da hat man es dann. Also es lohnt sich wirklich. Ich würde jetzt auch sagen, wir gehen langsam mal rüber zu den Bildern und schauen uns die einfach mal an. Was, sehr gerne. Du hast diesmal ein paar von dir vorbereitet und von mir gibt es auch noch ein paar. Wir können ja mal mit deinen anfangen. Ja, als Einstieg ein Steinkauz, der aus dem Nistkasten schaut. Steinkäuze brüten in den Schröpfwiesen rund um den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin einfach an meine Grenzen gestoßen mit meiner Kamera als auch mit dem Teleobjektiv. Ich kam einfach nicht nah genug ran. Damals hatte ich die 400D und das Sigma 70 bis 300 mm. Ich habe gesagt, ich will diese Art fotografieren. Es macht mir so viel Spaß, ich investiere jetzt wieder Geld. Dann habe ich mir die 7D und das 100-400er Version 1 von Canon geholt. Und dann waren auf einmal ganz andere Aufnahmen möglich. Man hat einen extremen Sprung gesehen in Qualität und Möglichkeiten. Und das Bild ist jetzt einfach nur eine Einleitung zum nächsten Bild, wo wir Steinkäuze bei der Paarung sehen. Und da habe ich mich selbst unter einem Tarnumhang versteckt, habe die Kamera ein bisschen näher platziert mit Fernauslöser und habe vorfokussiert und einfach nur gehofft, dass die Vögel rauskommen bei noch relativ gutem Licht. Und sie kamen raus und erst saß einfach ein Steinkauz da und hat ein bisschen gerufen und auf einmal kam das Männchen angeflogen und dann konnte ich die Paarung sehen und fotografieren. Das waren ganz besondere Momente. Und da hat es auch geholfen, dass die Kamera einerseits wieder viel mehr Aufnahmen machen konnte in der Sekunde, dass der Speicher
größer war von der Kamera als von der Anfängerkamera und dass ich einfach deutlich mehr Brennweite hatte. Ja, weil ein gutes Bild von einem sehr guten wird ja dann irgendwie dann doch dadurch unterschieden, dass dann irgendwie beim einen Bild ein Auge noch halb zu ist oder der Blick noch nicht ganz in die Kamera ist oder sowas. Und da ist es dann halt echt ein Unterschied, ob man 5 oder 10 Bilder die Sekunde machen kann. Ja. Das kann halt wirklich ein sehr gutes Bild von einem guten irgendwie unterscheiden. Und daran soll es ja dann nicht liegen. Ja. Auch die Flügelstellung, ob sie jetzt aufgebreitet, aufgefaltet sind, aber auch die Fußstellung von einem Steinbock oder sowas, der jetzt den Hang runterrennt als Silhouette, das macht sehr viel aus. Und man kriegt einfach eine größere Auswahl an Bildern und man kann sich die besten rauspicken. Genau. Und jetzt schauen wir noch 2 Bilder von Kalle an. Mit seinem neuen Body, den er schon ausgiebig getestet hat. Genau. Da muss man aber noch zu sagen, dass ich, dadurch, dass jetzt irgendwie durch Corona nichts mehr geht, dass ich noch mit meinem alten Objektiv, also mit dem 70 bis 300, was wir im letzten Video ja schon besprochen hatten, dass die damit gemacht wurden. Das erste Bild ist das Blässhuhn. Das habe ich gemacht bei uns am Baggersee, auf dem Boden gelegen. Und man hat schon deutlich gemerkt, also es ist vom Autofokus her deutlich angenehmer, während meine alte Kamera immer hin und her und hin und her gezoomt hat, wenn irgendwie im Vordergrund noch irgendwie eine kleine Blume war und nie das Tier fokussieren konnte, hat das mit der neuen Kamera deutlich besser schon geklappt. Und was auch bei Blässhunden bei der Fotografie immer ein bisschen schwierig ist, ist die weiße Kopfplatte und der Schnabel plus der schwarze Körper, dass einfach beide Farben jetzt nicht eins irgendwie ausgebrannt oder das andere irgendwie zu schwarz wurde. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Ja, der Autofokus wird deutlich zuverlässiger, je besser die Kamera wird. Und mit den Einsteigerkameras ist es zum Beispiel fast unmöglich, rennende Hunde oder sowas zu fotografieren, rennende Tiere zu fotografieren, weil der nachführende Autofokus einfach nicht hinterherkommt. Ja. Und jetzt haben wir eine Kamera, ja, das kannst du wirklich fast vergessen. Und jetzt haben wir eine Kamera, die das sehr, sehr gut meistern kann. Ja, auf jeden Fall. Und als zweites Bild hatten wir von mir noch den Star rausgesucht. Eigentlich ziemlich simpel, eher so ein Bestimmungsbuchbild auf dem Alexanderplatz in Berlin. Und es war halt auch, man merkt, das ist doch schon noch mal ein bisschen schärfer, habe ich das Gefühl. Und man kann halt auch einfach, deutlich, man hat mehr Möglichkeiten. Also man kann sich mehr auf seine Kamera einfach verlassen, dadurch, dass man im ISO-Bereich mehr Möglichkeiten hat, im Serienmodus mehr Möglichkeiten hat. Man hat einfach mehr Möglichkeiten in alle Richtungen, sich selbst nochmal zu entfalten. Genau. Ja, nochmal zusammengefasst, wenn wir ungefähr gut 1000 Euro ausgeben, dann kriegen wir schon ein wirklich gutes Objektiv mit sehr viel Brennweite, bis 600 mm Brennweite, was enorm viel ist, und eine Kamera, die uns wirklich Möglichkeiten offenbart, die fast schon professionell sind. Genau. Stativ hatten wir ja schon einmal angesprochen, das wird dann langsam obligatorisch, je nachdem, was man macht. Und Telekonverter machen noch keinen Sinn, hattest du ja schon gesagt. Genau. Aber man merkt schon, das kauft sich auch nicht jeder. Da muss man schon tiefer in der Materie drin sein. Man muss wirklich eine Passion entwickelt haben. Und man will mehr haben und dadurch steigen aber auch die Folgekosten. Wie zum Beispiel das Stativ. Das muss ja dann auch das schwere Equipment halten, Fernauslöser, lauter solche Sachen. Aber trotzdem hat man enorm viel Spaß damit. Ja, ich kann das ja nur so wie bei mir sagen. Also ich habe auch erst nach mehreren Jahren mich dann entschieden. Klar hat man immer geliebäugelt. Ach ja, das wäre jetzt schön und das wäre jetzt schön. Und da noch ein langes Objektiv und da noch einen neuen Body. Aber unterm Strich habe ich mich dann auch erst gesagt, ja okay, ich mache jetzt so lange Bilder mit meiner alten Kamera, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich komme mit der nicht weiter. Die behindert mich. Wenn ich jetzt eine bessere Kamera hätte, dann würde ich bessere Bilder machen. Und dann habe ich den Schritt gewagt und habe das Geld in die Hand genommen und kann sagen, dass ich es so wieder machen würde. Also man kann, wie gesagt, auch schon im ersten Video mit anderen oder mit billigerem Equipment gute Bilder machen, aber wenn man dann ein bisschen weiter und fortgeschritten sein möchte, dann macht es dann doch schon Sinn, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt.
Das war, glaube ich, ein schöner Schlusssatz. Und wir bedanken uns und wir hoffen, wir sehen euch auch im nächsten Teil. Genau. Bis dann. Ciao.